Mahlzeit, Leute. Willkommen zurück zu Jagged Alliance und dem Camp du Krokodil. Wir sind hier in einer sehr, sehr kuriosen Schlacht oder Gefecht. Wir hatten hier oben einen, den wir vom Wachturm geschossen haben. Hier hinten habe ich aus Versehen einen Mörserschützen erledigt. Aber hier knallt es die ganze Zeit. Also die Besatzung des Camps schießt noch in irgendeine andere Richtung. Hier hinten ist auch einer, das haben wir gesehen, hier hinten ist einer ins Wasser gefallen und war tot. Ich weiß nicht, ob hier eine dritte Fraktion im Spiel ist oder ob die einfach nur auf Krokodile feuern. Ich weiß es nicht. Ich kann mir noch keinen endgültigen Reim drauf machen. Auf jeden Fall nutzen wir jetzt oder versuchen dieses Tohuwabohu so ein bisschen zu nutzen. Und versuchen jetzt mal, ihn hier rauszunehmen. Der hat uns hier nämlich noch nicht gesehen. I'm hit. Did I tell you I am great at hiding? Okay. Damit ist er weg. Er ist weiter verborgen, außer Ivan. Sind alle zu und verdeckt. Das soll auch so bleiben im Idealfall. Das heißt, wir nehmen den Decken mal in die Richtung ab. Did I tell you I am great at hiding? Quietly. Shh. Okay. Da kommt einer. Repositioning. Noch einer. Oh. Okay. Schweres Geschütz hier. Und der läuft uns hier rein, jawohl. Hier hinten kommt noch ein Sunny. Waren die alle da unten im Wasser? Wen verarztet der? Guck mal, da ist einer, der muss verarztet werden. Also das heißt, der hat von irgendwoher Schaden genommen, nicht von uns. Hä? Someone is gonna have a bad day soon. 24. Quietly. Vicky ist noch verborgen. Kriegen wir den jetzt getötet hier? Wir schießen ihn mal in den Unterleib. Nee, er lebt noch. I'm in trouble. They won't feel a thing. Komm. Einfach nur treffen. Gut. Damit bleibt Larry noch verborgen. Wieder einer weniger. I'll be listening. Und wir können uns hier... Aber wir ziehen uns hier wieder ein paar Stufen zurück. Das ist okay. Oh, da hinten ist... Der hat auch eine Verwundung. Guck mal, der hat auch schon zwei Verwundungen. Also hier... Ich weiß es nicht, was hier passiert ist. I move in hiding. Igor und Flay sind verborgen. Und Ivan kann wieder reinwechseln in die Verborgenheit. They not see a rival of attack. Das heißt, die sehen uns ja eigentlich hier gar nicht. Nie schon mit. Ja, der Nebel kann natürlich auch helfen. I move in hiding. Guck mal, da unten ist auch einer. I am on the prowl. Discretement. Okay. Alle. Nee, die beiden sind nicht verborgen. Wahrscheinlich bewegen sie sich jetzt hier entlang. Wir haben einen Verlust. Okay. Er schießt einfach nur in die. Oh, was? Attack Formation! Go! Nein! Du Wahnsinniger!
Aber habt ihr dieser Scharfschütze, der hat von hier unten durch die Holztreppe durchgeschossen. Oh. Yeah. So, das heißt, ich würde mich eigentlich gerne wieder mit Hitman zurückziehen. Oder der kriegen wir den irgendwie? Got a chance to do this quietly, man. Got a chance to do this quietly, man. Okay. Now watch this, man. Streifschuss. Und getötet. Jawohl. Das heißt, der kann... Der wird keine weitere Rakete hier abfeuern. Get there. Dann gehen wir hier um die Ecke. Das sind wir, glaube ich, am gesichertsten. Und Vicky ziehe ich zurück. Und wir gehen in die Verborgenheit. Jetzt sehen sie... Also die einzigen, die sie offen haben, sind die beiden. I am on the prowl. Ich warte mal noch ein bisschen, bevor ich die Jungs hier außen einsetze. Aha. Oh Gott, oh, jetzt sind's aber. Jetzt kommt eine Menge hier. Ist das der Rest vom Schützenfest? 5 Stück. Feindlicher verborgener Zug. Nein, es muss noch mehr sein. Und wenn's. Hang on. Let me just make sure I got this pointed the right way. No way, man. Are you on drugs? No. Seriously, do you have drugs? Ich kann dieses Ding gar nicht treffen, ne? Ah, wie machen wir das? Hier sind wir. Huh? Kann ich nicht schießen auf den Zünder? Slim and none, Ace. And Slim just left town. Okay, Gratisbewegung. Easy pickings. Wohl eigentlich ist es ja Quatsch, dem hier vorne eine zu geben, wenn dann die Granate, wenn das Ding eh explodiert. Wir probieren den hier. Besser. Quietly. Vicky. Not even if I was standing in front of them. Da ist was davor, aber Vicky, oh, wenn Vicky das Objekt anschießen könnte, kann sie. Ein Feld nach vorne. Won't see a thing. Ah, don't be shy. Fly ahead. I am on the prowl. They will not know from where this shot comes. Man down! Look out! I move in hiding. Stealth kill possible. Should look good on the report. I make Uncle Yvonne proud with this shot. Тихо. О, голубчик. Take control of the battlefield!
devil! Ready! Oh, war noch gemutet. Ich bin ja leider immer wieder zwischendurch am Husten. Tut mir leid. Aber das hat wunderbar funktioniert mit dem Zünder jetzt. Und jetzt sind es, glaube ich, nur noch 3. What? Larry. I be listening. I should have joined the Navy. You are good. Ah, du brauchst nicht mehr. Du brauchst nicht mehr in die Navy. You line them up, I can come down. Und den da oben kriegen wir auch. Neun. Ready for action. Ready to shoot. Ach komm. 8, der sieht. Jawohl. Einen noch. Unterleib. Auch tot. We got this in the bag. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Sunny hier der letzte ist. Gehen wir in die Verborgenheit. Hitman wird sich mal verarzten jetzt. Hey man, what's up? That's cool with me. Okay. Keeping watch on all three of everyone. Zug beenden. Also sind auf jeden Fall noch Gegner da. You have order? Aber wir müssten wieder. Good. I brought Giraffe Yuri to Math. Genau. Nee, Larry nicht. Das Larry und Hitman nicht. Das spricht dafür, dass hier irgendwo in der Nähe noch was ist. It's a good position. Hitting the dirt. Gehen wir mal in Deckung. Moving. Ah. I sneak kill now. Ja, komisch. Hang on, Ted. Ich sehe aktuell nichts, aber irgendwo muss da noch was sein. So, können wir. Kommt man da irgendwo hoch? Ich jetzt auf die Seite hier durchgehe, ist nirgends eine. Doch, da ist eine Lücke, oder? Ah, ich. Nee, dieser Wasserkacke hier. Ich traue der Geschichte nicht. Hier sind hundertprozentig irgendwo Krokodile. Ah! Wo kommst du denn her? Hallo? Got a view to a kill here. Da kommen wir nicht durch. I have good shot of enemy. Good job. Keep it up. Just gotta catch my breath. Бросай бухать, племянник. A simple shot. Okay. Das war's aber immer noch nicht. I hide. Dann machen wir jetzt mal vorsichtshalber hier so ein. No, погоди, falls aus der Richtung noch mal einer kommt. So. Oh. Jetzt kann Vicky in den Schleichmodus gehen, okay. Silently. Ja, dann hey, wollen wir. Man, what's up? Ted, shh. We gotta be quiet. Jetzt like können alle hier wieder in den Schleichmodus gehen, okay. Von wo kam der? Von da hinten, von diesen Hütten, ne? No problem. Gehen wir schauen. Yeah, man, quiet like. We. The buckets will not see me. Easy and quiet. Wo ist hier noch was, verdammte Axt? Das gibt's doch nicht. I'm so quiet, I can't even hear myself. Und was ist hier passiert?
They'll have no idea what hit them. Keine Gegner. Keine Gegner zu sehen. Like sneak up. Like a scorpion in a boot, Ace. Gott, da hinten. Okay, was ist das? Was ist denn das hier? Wir wurden hier sieben. Ach, da hinten sind Krokodile, okay. Ah, hier werden wohl die Deserteure hingebracht und da reingeschmissen. Oh Gott, oh Gott. Got a chance to do this quietly, man. Aber wie gesagt, hier hat's geknallt. Und das da unten ist die Leiche. Von dem Typ, der noch irgendwie runtergefallen ist, wie auch immer. Nichts zu sehen. Was mich an der Sache stutzig macht, ist, dass wir nicht wieder zurück in die Echtzeit wechseln. The prey will not see me. Und das, obwohl wir ja seit was weiß ich wie viel Zügen jetzt keine Gegner sehen. Okay, der eine kam hier angerannt, aber. Komisch. No problem. Hier ist nix. Hier ist nichts. I sneak. Like a scorpion in a boot, Ace. Ich gehe doch jetzt hier nicht wieder ins Wasser, was? Making me work up a sweat with all this running and hiding, Ace. I'm like a shadow. A super secret shadow only I can see. Unbekannt. Ha. Hey. Unbekannt. Wir müssen weitersuchen. Hilft nix. Take your eyes over here a bit. Be wary. The hunt continues. Be sure you do not become prey. Was? Jetzt ist vorbei? Ist I move in hiding. War da irgendwo einer, der dann verblutet ist? Oder was zur Hölle ist hier passiert? Okay. Like a scorpion in a boot. Wir werden uns erstmal alle sammeln. Diskret mal. Hier ist irgendwas, ne? Auch diese komischen ist hier Strom drauf am Ende? Haben die irgendwie Strom ins Wasser geleitet? Na gut. Ich würde sagen, wir looten hier auf jeden Fall mal noch. I am on the prowl. Well, let's see. Looky here, jackpot. Zerlegen. Das nehmen wir gerne mit. I'm like a shadow. A super secret shadow only I can see. Ui. Ja, das Ding hat auch mehrfach geschossen. Das war das, ne? Maschinengewehr. Wollen wir das mitnehmen? Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und zwei HE-Raketen. Ha! Larry freut sich.
I'm so quiet, I can't even hear myself. Was steht da drauf? Diebstahl verboten. Gestohlene Ware wird konfisziert, bevor er an die Krokodile verfüttert werden. Okay, Vorsicht, Paarungszeit der Krokodile. Bei Angriff vortäuschen. Orgasmus vortäuschen? Was? Bei Nichtbeachtung werdet ihr die Krokodile verwiesen? Wie bitte was? Bei Angriffen Orgasmus vortäuschen? Bei Nichtbeachtung werdet ihr an die Krokodile verfüttert. Diebstahl verboten. Okay, crazy. Nie schon mit. Bauteile. Ach, da oben. Schau an. Technisches Gerät. Was haben wir hier? Hier ist eine Sprengfalle. Hacken. Wiki. Rambo is big American hero. It is funny to me. He cannot do half the things the average Dovich can do. Silently. Uiuiui, was hier? Hier liegt jede Menge Munition. Die Glock machen wir zu Schrott. Den Saphir verkaufen wir direkt. Den Rest nehmen wir so. Und jetzt halten wir mal ein bisschen Abstand, weil das ist, glaube ich, eine Sprengfalle. I'm so quiet, I can't even hear myself. Boy, that's real hard when my hands are shaking. Sehr schön. Gut. Hey, shh. Gotta be quiet. I'm like a shadow. A super secret shadow. Only I can see. Da hinten was? Boah, das ist alles hier, das kann man auf... Ja gut, das kann man aufschneiden, klar. Shush now. If there is a Fedora, it is mine. Und das hier oben ist Hacken. Das macht Vicky nochmal. Vicky hat übrigens einen Stufenaufstieg. Wollen wir danach gucken. Und dann haben wir... Na gut, hier drüben ist noch der, ist noch nicht geplündert hier. I move in hiding. Igor, das machst du. Ein Messer. Verschrotten. Der hat Medizin. Und dann haben wir noch eine Sache. Das ist da. Ah ne, hier drüben war ja noch ein bisschen was. Es ist ein sehr, sehr komisches Level. Ein sehr, sehr komisches Level. Wie komme ich denn zum Beispiel? Ah ja, warte mal. Wir laufen mal dahin. So quiet, I can't even hear myself. Wieso waren hier, also es waren noch Feinde. Er hat mir zwei Typen angezeigt, ne? Und dann waren, und dann ein, zwei Runden später. Ah, da steht einer. Was ist denn das für einer? Komm ran hier. Was steht hier? Unbefugte werden an die Krokodile verfüttert. Wer bist du? Mit Major L.E. Oat. Das ist der... Das ist der, der am Anfang irgendwie gefunkt hat. Wir werden angegriffen und wir... Don't kill me, Your Highness. I mean, I'm an idiot. I don't want to be a major anymore. Major, das ist aber nicht dein... Was glaubst du, wer wir sind? You are those darn mercenaries who devastated Orilco. And are devastating Grand Chen, too, of course. That's more important to me because I'm not from Orilco or anything. No, I am a major of the Grand Chen Army, and you'll show me some respect, even if my own soldiers don't. Kennen wir den? Kennen wir den? Aus Orilco? Du bist also aus Orilco? Yes. No, I just know about Orilco because I watched the news. Ach, on TV. Elliot! Nee. I was horrified to see how viciously you defeated Her Highness Didrana and her noble advisor, Elliot.
L-L-E-Oat. Ja, klar, natürlich. Scheiße. Das ist der, der immer die Backpfeifen gekriegt hat von Date Runner. Okay. Sie sind nicht der Major. You may be a major weenie, but you're not the major. True, but the real major is far away from here up in Eagle's Nest in the Highlands. So what if people think I am the big scary major? It's not hurting anyone. You know there be people trying to kill the major, right, Mon? du bist Elliot aus der Rulko, sagen wir es ihm doch mal. All right, I confess. I am Elliot. I had to go somewhere after you mercenaries killed Didrana and ruined Aralco. Grand Shen isn't a bad place if you have some connections. As a major, I have the chance to get the respect I deserve. I mean, I'm still waiting for the respect, but now you mercs have to come along and ruin everything again. deine Soldaten respektieren dich nicht? No, not really. But at least they fear me, and that's the same as respect, isn't it? Нет. If I respect someone, I protect them. If I fear someone, I kill them. They know I can always throw them to the Crocs, just like I did with... Oh, poor Stony. Stony? Wer ist Stony? Was ist Stony zugestoßen? During the opening ceremony of this Croc plank, I wanted to show them what happens if they don't listen to me. It wasn't my fault. I told him. Stony, you idiot, don't stand so close to the edge. Hey, man, the edge is where life is. I was just going to push him a little, just to make a show. But when I did, he slipped and the Crocs ate him. He was my only friend. Wonderful. I'm sad that I missed it. I know. I'm an idiot. I told everyone I did it on purpose because... He was plotting against me. I feel awful, but what could I do? My soldiers would never respect me if they knew the truth. Tja, was machen wir mit dem Typ Elliot, du Schwachkopf? Das war immer der Satz von Daytrader. Elliot, sie Schwachkopf. komm. I know, I'm an idiot, your high. Keins gab Erfahrung. Yes. Oh, es gab Erfahrungspunkte, cool. Zeit zu entscheiden, was wir mit dir machen. No, please, your mercenariness, don't shoot me. I never wanted to be bad. I just wanted some respect. Sony oder Stony? Wer ist denn Sony? Kennen wir Sony? Du hast deinem Freund etwas Schreckliches angetan. Mama, I killed man. Place this plank where he should tread. Push too hard and now he's dead. Mama, ooh. Oh, Mann. Du musst ins Gefängnis gehen. Yes, of course. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave my plank behind and face the truth. Oh Gott, ist das gut. Oh Mann, es gab nochmal Erfahrung und es gab Loyalität und Elliot ins... Wir haben Port Kakao hat Loyalität bekommen, weil wir ihn ins Gefängnis geschickt haben. Er ist für den Mord an seinem besten Freund ins Gefängnis gekommen. Okay. Wow. Ich werde jetzt hier nicht noch irgendwie den Krokodilkampf triggern oder so. Das heißt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie machen wir hier jetzt weiter? Wir waren jetzt überall, oder? Ja, fast überall. Also ich denke, wir laufen jetzt noch hier hin. Like a scorpion in a boot, Ace. Denn hier ist noch was zu hacken und dann war's das. Oh, halt. Ikea, Teile gefunden? Wo? Hä? Wo lag... Ach, sag mal. Haben wir das vorhin nicht gesehen? Na dann rein da, Vicky. Hol's dir.
There's a critter over there. Was? Not friendly by the looks of it. Oh. Sto? Wieso Sto? Halt. Ah, müssen wir den jetzt doch? Ist der jetzt im Weg? Komm. I hide. They not see arrival of attack. 121. Kopfschuss. Wow. Das. Das ging gut. Wer im Dienst schläft, wird dann die Krokodile ver- Gut, jetzt wissen wir natürlich auch, von wem diese schwachsinnigen Schilde waren. Die waren alle von Elliot. Elliot, du Schwachkopf. I am downwind. They will not smell me coming. Oh, perhaps we sell this for vodka. Ja, wir verkaufen sie. Verschorten sie. Und zu guter Letzt noch I move in hiding. Vicky einmal hacken. No problem. Okay, das soll es gewesen sein. Zurück auf die Satellitenansicht. Dann werfen wir mal noch einen Blick auf die Notizen. Haben wir hier irgendwas von Elliot? Elliot verschont. Elliot aus Aronkus für den Mal ins Gefängnis gewandert. Okay. Ist der harmlose Idiot Elliot aus Arulkor. Ja, der harmlose Idiot. So, irgendwelche Schätze fehlen Emma hier noch, ne? Und hier. Let's go, guys. Aber halt, Quatsch. Das machen wir ja wieder einzeln, ne? Das machen wir wieder einzeln, weil wir uns diese ganzen Sektoren anschauen wollen. Hier waren wir ja noch nie. Also bewegen wir uns erstmal nur hier rein. Aber jetzt ist dann eh Feierabend für heute, denn da unten kommen die Diamantenlieferungen und die machen wir morgen. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschüss.